Einen wundervollen guten Abend, liebe Leute. Ich freue mich sehr, dass ihr alle am Start seid. Ich hoffe, man kann mich hören. Ich hoffe, heute macht mal die Technik zur Abwechslung mit, weil nach dem letzten Stream bin ich da tatsächlich etwas zwiegespalten, aber naja, wir haben ja mehr oder weniger den Schuldigen gefunden. Also sofern das der Schuldige war. Ja, naja. Ihr könnt mich hören, das ist wunderbar, Leute. Dann würde ich sagen, drücken wir jetzt einfach mal alle gemeinschaftlich die Daumen und ich wechsle die Szene in der Hoffnung, dass der heutige Stream ohne technische Fauxpas über die Bühne geht. Ja, von daher, Leute, postet dahin kleben, wo ihr hingehört und ab dafür. Hallo, Leute! Schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen zum heutigen Let's Build Hogwarts Livestream auf DuggyLP, also auf meinem Kanal. Das klingt irgendwie komisch, wenn ich das so sage. Ja, und wie ihr sehen könnt, ich habe meinen Playbutton ein bisschen sichtbarer im Hintergrund platziert, weil ich stolz auf den bin und irgendwie nicht ganz nachvollzogen habe, warum ich den eigentlich immer in einer Ecke stehen hatte, wo man ihn eigentlich nie gesehen hat. Dabei ist das eigentlich was voll Schönes, weil ja, wir das zusammen erreicht haben hier mit dem Kanal und ja, das war eine komische Anmoderation. Leute, ich freue mich, dass ihr alle da seid. Und ja, wir haben heute den allerletzten Stream vom großen Staffelfinale LBH 1800, der am Samstag stattfinden wird. Jetzt bin ich gerade fast selber durcheinander gekommen, weil normalerweise würde ich ja Sonntag streamen. Diese Woche ist das anders. Diese Woche wird Sonntag kein Stream stattfinden, dafür aber am Samstag. Und nicht zu knapp, denn der Stream wird aller Voraussicht nach so um die 4 bis 6 Stunden dauern. Ist natürlich nur grob geschätzt, wir werden das im Laufe des Streams selber rausfinden. Denn Inhalt dieses Livestreams wird sein, dass wir diese nicht ganz ersichtliche Zauberschule für Hexerei und Zauberei innerhalb der letzten 10 Jahre, wo wir die gebaut haben, wirklich von Raum zu Raum, von Ort zu Ort erkunden und anschauen werden. Mit allen Anekdoten, mit allen Stories, die es dazu zu erzählen gibt. Und eins kann ich euch sagen, Leute, es wird sehr viel zu erzählen geben. Es ist jedes Mal so, wenn ich einmal, das ist mir schon oft in LBH-Folgen aufgefallen, wenn ich irgendwie neue Räume reingrabe oder irgendwo vorbeilaufe, wo ich schon länger nicht mehr war, dann kommen mir direkt diese ganzen Erinnerungen in den Kopf und ich liebe das, Leute. Und da muss ich mich immer in den Folgen so ein bisschen zügeln, weil ich dazu neige, dann voll ausschweifend zu erzählen, was da los war und ich mich dann auch so freue, weil wir wieder in den Bereichen sind und ja, dieser Freude und diesem Erzähldrang, dem werde ich da endlich Herr werden, dem werde ich da endlich Luft machen können. Und deswegen, Leute, seid ihr alle herzlich eingeladen, am Samstag ab 18 Uhr auf meinem Kanal am Start zu sein. Und ich glaube, es gibt sogar schon eine gute Nachricht für den ein oder anderen Muggel, weil ich gerade sehe, Moment, ich muss mal, oh Gott, mein Schreibtisch ist wieder zugemüllt, bis zum geht nicht mehr. Ich soll in die Gruppe gucken, ihr wisst wahrscheinlich schon, was das heißen könnte. Uno momento. So, und zwar steht dort Folgendes. Gluck, gluck, ein Muggel ist in einen Fluss gefallen. Der Arme. Du kannst ihn nur retten, wenn du ihn einteilst. Dann kann er sich herauszaubern. Die Person ist Piep. Viel Spaß beim Stream. Oh nein. Ernsthaft? Piep ist etwa in den Fluss gefallen? Ja, dann will ich natürlich kein Unmensch sein, Leute. Dann machen wir das heute mal als allererste Amtshandlung. Und zwar wird heute eingeteilt, der oder sie ist, oder er ist nicht online. Ja, so viel zum Thema in Fluss gefallen. Entweder ist, jetzt muss ich mir den Namen nochmal angucken. Also entweder ist Hufflepuff, also Huffle-PAV, im Fluss ertrunken. Dann rest in peace. Oder nicht online. Ich tippe auf zweites, glaube ich. Ja, deswegen, Lieber oder Liebe Hufflepuff, du wirst eingeteilt, auch wenn ich wahrscheinlich nicht fragen muss, in welches Haus, weil das deutet der Name schon an. Aber ja, wir warten hier alle sehnlichst darauf, dass du online kommst. Falls du nicht im Laufe des Streams da sein solltest, kein Problem, dann wirst du vom Serverteam eingeteilt oder eben bei der nächstmöglichen Möglichkeit, genau. Gut, Leute, falls Hufflepuff online kommen sollte, gebt mir gerne kurz Bescheid, dann mache ich das natürlich auch gerne noch selber. Ja, ihr habt es wahrscheinlich hier schon gesehen, ich habe heute wieder ein riesiges Bauteam mit am Start. OBF in die Havel gefallen. Ja, irgendwo rein auf jeden Fall gefallen. Naja, fischt den mal raus, Leute, fischt den mal raus, der muss eingeteilt werden, oder sie.
Gut, Leute, ihr seht's. Hinter mir ein sehr großes Bauteam, das mir heute wieder tatkräftig unter die Arme greifen wird. Und ich gehe im Schnelldurchlauf mal eben durch, wer heute mit von der Partie ist und die letzten Feinheiten hier. Oh! Wo wir gerade vom Teufel reden. Ich glaube, Hufflepuff schaut den Stream. Welches Haus bist du? Das ist nur, weil wir das obligatorisch immer machen und nicht, weil ich wirklich fragen will, ob... Ah, er. Okay. Novanion schreibt er. Dann wahrscheinlich er. Hufflepuff, wo warst du denn? Also, einfach nicht auf dem Server sein. Hufflepuff, oh mein Gott. Brainfuck, Leute. Hufflepuff ist tatsächlich in Hufflepuff. Es ist echt, es ist einfach krass. Manu at Hufflepuff und Player. So, und dann ab ins Haus Hufflepuff. Ein neuer Hauskollege ist also hiermit offiziell am Start. Ja, Hufflepuff, möchtest du direkt ins Bauteam heute reinkommen? Wenn ja, gib kurz Bescheid, dann würde ich dich noch mit reinholen. Aber wir sind ja jetzt hier direkt am Anfang. Genau. Gut, Leute. So, bevor ich jetzt hier weiter rumquatsche und laber, wir gehen mal ins Eingemachte. Also, mit dabei ist heute Breedy, Saphiro, Albus PWB Dumbledore, Melo die Robbe, Baxa AD. Dann haben wir Sebel dabei, Marlina ist dabei, Kniesel ist dabei, Otter Potter, Dairob ist dabei, das Original. Dann haben wir hier unsere Aurore natürlich, die sind wieder mit von der Partie. Muggel, Luna, Tyra, Nene McKinnon, The True First, Circle of Sniper, Simon, Damian, Laus Dendel sind alle mit von der Partie und werden heute mir bei der wichtigen Aufgabe helfen, den Schwarzen See, ja, natürlicher zu gestalten. Leute, allerletzte Möglichkeit heute nochmal, also vor dem nächsten Stream, vor LBH 1800. Und deswegen müssen wir heute nochmal sämtliche Kräfte bündeln, die wir da zur Verfügung haben. Deswegen, Leute, nehmt euch euer Werkzeug in die Hand und wir gehen dazu über, nämlich jetzt wirklich nur auf den Boden hier zu gucken. Wir hatten ja im letzten Stream auch schon gesagt, dass hier einige Bereiche noch ein bisschen sehr, naja, weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, halt so kleine Punkte und so kleine einzelne Blöcke oder kleine Hügelchen, es sieht einfach sehr picklig aus. Ja, picklig ist der richtige Begriff, Leute. Und das möchte ich gerne heute mit euch im Bauteam ein bisschen überarbeiten. Sprich, dass wir, ja, diese ganzen Flächen ein wenig miteinander verbinden, hier, ja, größere Flächen draus machen. Und das kann entweder dadurch passieren, dass ihr einzelne Blöcke abbaut, wie die zwei hier zum Beispiel. Ich gehe mal in den richtigen Modus. Oder dass ihr einfach etwas dran baut. Es soll auf jeden Fall nicht mehr so viele kleine Hügel geben, sondern eher größere Ebenen. Hier und da vielleicht auch mal ein Hügel, aber eher so Ebenen, ne? Ich glaube, man hat es verstanden. Wir haben das ja in den letzten Streams durchgekaut. Und genau, wir schauen mal, wie weit wir heute kommen. Mein Wunsch, mein Ziel wäre es für heute, den Boden des Schwarzen Sees, ja, zu vervollständigen, ist vielleicht ein bisschen sehr optimistisch gedacht. Aber wenn alle heute an einem Strang bei dieser Aufgabe ziehen, halte ich es auch ehrlich gesagt nicht für komplett unwahrscheinlich. Also, glaube ich, werden wir sehen, Leute. Ihr könnt gerne mal eure Vermutung reinschreiben, ob ihr denkt, dass wir da heute mit fertig werden. Genau, aber ja, definitiv eine wichtige Aufgabe, damit wir hier einfach für ein bisschen mehr Natürlichkeit auch sorgen. Nachtmensch, grüß dich, schön, dass du da bist. Hallöchen. Es fehlt noch ein Kolosseum. Ja, der war gut. Ich weiß nicht, was mich damals geritten hat, als ich das erzählt habe. Wahrscheinlich nicht zu wissen, dass es ein Kolosseum oder was ein Kolosseum ist. Aber jetzt weiß ich's, Leute. Wir werden natürlich kein Kolosseum bauen. Das wäre ein bisschen sehr krass heftig. Und das würde, glaube ich, auch auf die Fläche nicht so gut aussehen. Vor allem, weil die anderen kleinen Häuser... Also so groß ist der Schwarze See jetzt auch nicht, dass wir hier ein Kolosseum reinknallen könnten. Aber, ja, ich hoffe, ihr seid da nicht traurig drüber. Naja. Ein Rathaus vielleicht. Ja, könnte man gucken. Aber wie gesagt, Gebäude würde ich jetzt erstmal nach hinten verschieben. Mir ist der Boden hier viel, viel wichtiger heute. Weil, ja, wir halt eben dringende Ausbesserungsaufgaben hier zu haben. Weil sonst können wir generell nichts looten. Also Häuser kann man immer bauen, das ist immer möglich. Aber, ja, hier auch dafür zu sorgen, dass der Boden einigermaßen natürlich aussieht und dass alles soweit zusammenpasst. Das ist auf jeden Fall wichtig. Von daher finde ich die Aufgabe auch angebracht und sollte jetzt gerade auch erstmal im Fokus stehen. Hier zum Beispiel sowas hier. Also nichts gegen die Person, die das so gemacht hat. Ich habe es ja am Anfang selber oft falsch gemacht. Aber hier sowas, ne? Das muss ausgebessert werden. Das heißt, wir machen hier raus eine zusammenhängende Ebene mit den einzelnen Bereichen hier. So. Und da sieht das dann auch schon, finde ich, deutlich besser aus. So einzelne Blöcke nehmen wir auch einfach weg. Genau. So. Ja, Leute. Also, ich
Oh, ein Friedhof wäre auch noch eine gute Idee, wurde gerade hier reingeschrieben. Lara, sehr gute Idee. Ich komme nochmal drauf zurück, also vielleicht machen wir das noch. Aber wahrscheinlich eher nicht heute. Aber ich werde es mir im Hinterkopf behalten. So, ich werde es versuchen, nicht zu vergessen. Genau. Was wollte ich sagen? Was wollte ich sagen? Ja, ach so, genau, Leute. Ich fange heute noch nicht an, rührselig zu werden. Das wird dann am Samstag passieren. Aber ich finde es ultra, ultra krass. Das war jetzt die längste Staffel Let's Build Hogwarts aller Zeiten. Und auch die, die... Ja, die, ich würde jetzt mal so weit gehen und sagen, die kontroverseste Staffel LBH überhaupt. Es gab ja sehr viele Planungsunsicherheiten. Dann auch eine Phase, wo ich selber ein bisschen mit dem Projekt am Hadern war. Und ja, irgendwie freue ich mich auf das Staffelfinale allein schon daher, weil, ja, sich das Ganze jetzt doch wieder in diese Richtung hier entwickelt hat, wie wir es halt aktuell haben. Und ich habe in letzter Zeit wirklich mega viele Kommentare von euch bekommen, wo Leute mir sagen, yo, Daniel, mir gefällt Let's Build Hogwarts mittlerweile wieder richtig gut, ich habe wieder zurückgefunden, ich war letztens bei einem Stream dabei und es hat einfach Spaß gemacht und das hat mich einfach übelst gefreut, weil ich halt in der Vergangenheit, gerade in den letzten Staffeln, immer öfter gelesen habe, yo, LBH hätte sich verändert, es wäre anders geworden. Und ich immer irgendwie auf der, also es war vielleicht auch nicht die allerbeste Idee, das so zu machen, aber ich war trotzdem immer wieder auf der Suche nach dem Fehler im System, was es sein könnte, dass für manche das Projekt irgendwie anders sich anfühlt oder so. Ich habe es immer argumentiert mit dem Baufortschritt, weil wir ja mittlerweile jetzt nicht nur, also wir haben ja schon echt viele Aufgaben gemacht und viele Aufgaben sind halt so Detailaufgaben mittlerweile geworden. Also die Art der Aufgaben in Let's Build Hogwarts hat sich halt arg verändert. Ich würde auch dabei bleiben, dass das ein Teilgrund davon ist. Aber ich muss auch sagen, es war eine große Sache bezogen auf meine Einstellung auch zum Projekt. Also dieser Perfektionismus, den ich lange Zeit an den Tag gelegt habe. Ja, also ich muss sagen, der Stream am Samstag wird sich nicht nur rein auf Hogwarts beziehen, von den Themen her, sondern ich werde auch sehr, sehr viel über meinen Bezug zum Projekt reden. Ich werde sehr viel darüber reden, wie sich das Projekt nach meinem Empfinden verändert hat, wie ich mich weiterentwickelt habe. Und auch ein bisschen mehr darauf eingehen, warum ich in den letzten Monaten und in dem letzten Jahr vor allem Entscheidungen getroffen habe, wie ich sie getroffen habe. Und generell auch ein bisschen Real Talk betreiben, den ich bisher in der Form noch nicht betrieben habe. Ich finde einfach, es ist der beste Zeitraum dafür, das zu tun, weil wahrscheinlich auch mehr Leute da sein werden als jetzt heute zum Beispiel oder auch in den anderen Streams. Und ja, es ist auch ein guter Stichtag einfach, um solche Themen anzusprechen. Deswegen, es wird nicht nur rein um das gehen, was wir hier sehen werden. Natürlich auch im größten Sinne, aber oder zum größten Teil. Aber nicht nur. Und deswegen könnte es auch für alle interessant werden, die vielleicht so ein bisschen mal hinter die Kulissen schauen wollen. Und genau. Aber ich werde das gut ausgewogen halten. Es wird nicht ein reiner Real Talk Stream werden. Das geht auch gar nicht, weil sonst würden wir nie fertig werden mit allem zeigen hier. Und ich habe auch neben dem Real Talk auf jeden Fall einiges zu erzählen. Und da irgendwie mit in Einklang zu kommen, dass das... Ja, alles hier zeitlich gut über die Bühne geht, dass es kein 48-Stunden-Stream wird, ist alleine schon wahrscheinlich eine kleine Herausforderung. Also gut, 48 Stunden jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt, aber naja, ich sag nicht zu den Zeiten, Leute. Ich ertappe mich immer wieder dabei, wie ich darüber spekulieren will, wie lange der Stream geht, aber eigentlich will ich es gar nicht. Auch wenn ich schon Umfragen gestartet habe im letzten Stream, aber naja. Übrigens, im Chat oben ist eine Nachricht von mir angepinnt. Da ist nochmal der Link zum Livestream drin. Da könnt ihr auch gerne jetzt schon draufgehen und eine Erinnerung einrichten, wenn ihr möchtet. Genau, da seht ihr quasi den Stream. Da wird er starten am Samstag. Und wenn ihr euch die Seite vormerkt, dann seid ihr direkt an der richtigen Adresse. Agent P. Donnelly hat 2 Euro gespendet. Also Winkelgasse wäre schon cooler als Let's Build. Ja, ich hatte ja zuletzt noch meine Abstimmung im Community-Tab gemacht. Zeitumkehrer, ahoi. Wartet mal, da gucke ich mal Zeitumkehrer, machst du wieder Spökes? Aha, aha. Ja, ich habe letztens eine Umfrage gemacht auf YouTube im Community-Tab. Und da kann ich gerne mal gerade reinschauen, wie da der Stand der Dinge ist. Ja, also, nach aktuellem Stand 5273 Stimmen. Und mit sehr deutlicher Mehrheit, mit 50%, wird Let's Build Winkelgasse gewünscht. Auf Platz 2 wäre übrigens Let's Build Zaubereiministerium mit 27%. Also da merkt man auch diesen Abstand zwischen Zaubereiministerium und Winkelgasse. Das sind, ja, ist fast das Doppelte bei der Winkelgasse. Auf Platz 3 wäre Lovegood House. Auf Platz 4 wäre King's Cross. Und auf Platz 5
wäre Ligusterweg, genau. Ja, also, damit haben wir zumindest mal so eine oberflächliche Meinung, aber da werden ja auch viele Leute abgestimmt haben, die vielleicht nicht mal Abonnenten sind. Deswegen, ich bin mit den Abstimmungen selber noch vorsichtig. Also, es ist noch nicht das Finale, das Ende dieser ganzen Fragerei. Aber es gibt mir schon mal ein grobes Gefühl, in welche Richtung es geht. Und aktuell ist definitiv, ja, die Winkelgasse und das Zaubereiministerium und das Lovegood-Haus würde ich jetzt auch noch mal mit in die absolut mega enge Auswahl packen. Die kommen auf jeden Fall am meisten in Frage bei der ganzen Thematik. Soll ich euch sagen mal, was mein Favorite gewesen wäre? Also ich glaube, jetzt mittlerweile kann ich sagen, ihr habt ja eure Meinungen eigentlich schon alle abgegeben. Was ahnt ihr denn? Mal so gefragt. Was ahnt ihr denn, was mein Favorite gewesen wäre? Es würde mich mal interessieren, was ihr denkt, ob ihr darauf kommt. Ob ich mich vielleicht auch verraten habe oder sonst irgendwas in die Richtung. Einfach mal... Nee, Lovegood House ist es tatsächlich nicht. Also ich habe an allem Bock, also ich freue mich auf alles, Leute. So ist es nicht. Alles sind Wizarding World Bauwerke, alles ist spannend. Aber natürlich habe ich da auch meine Favorites, sage ich mal. Ich werde übrigens gleich nicht nur mit Erde arbeiten. Also ich weiß, dass ich gerade sehr viel mit Erde arbeite, aber später nehme ich noch Clearstone und dann nur Clearstone. Malfoy Manor? Nope. Malfoy Manor? Nein, immer noch nope. Nee, auch nicht die Winkelgasse. Also die gehört in meine... Also Winkelgasse finde ich auch spannend, aber es ist nicht mein Platz 1. Ja, ein paar haben es schon genannt. Ich will euch nicht auf die Folter spannen. Also bei mir ist es tatsächlich King's Cross. Ja, also bei mir... Also ich hätte tatsächlich für King's Cross gestimmt, aber ich habe schon in der Umfrage gesehen, das ist sehr abgehangen. Und deswegen würde ich es eigentlich auch nicht nochmal in die Abstimmung packen. Vor allem jetzt nicht mehr, wo ich es gesagt habe. Weil es könnte sein, dass Leute das irgendwie, ne, dazu drängt, das zu wählen oder so. Ja, King's Cross fände ich einfach deswegen spannend, weil es so eine Mischung aus Zaubererwelt, also aus der magischen Welt und Muggelwelt, dass das so der Übergang ist. Also man könnte da wie so eine Art Portal zwischen diesen beiden Welten bauen. Und generell finde ich auch die ganze Thematik, einen realen Bahnhof zu bauen, vor allem so einen charakteristischen, sehr, sehr spannend, mit der Glaskuppel, das war mein Luftauffrischer. Und was man auch nochmal dazu sagen muss, ganz, ganz alte Hasen dürften sich erinnern, dass ich vor 8, 9 Jahren auf meinem YouTube-Kanal King's Cross als allererste Server-Idee, ich habe sogar auf einem Server gebaut, da hatte ich ein paar Leute am Start, das ist Ewigkeiten her, da habe ich, glaube ich, ein 2000-Abonnenten-Special gemacht, da hatte ich 2000 Abonnenten, das weiß ich noch. Oh, das wäre irgendwie cute, wenn wir da vielleicht eine Reaction noch zu machen. Aber vielleicht hebe ich mir das dann doch für Samstag, obwohl ich kann nicht alles am Samstag machen, dann komme ich nie durch. Oh, eigentlich würde ich euch das gleich mal gerne zeigen. Da haben wir King's Cross nämlich schon im Kreativmodus angefangen zu bauen. Weil das war damals, ich wollte ja schon immer so einen Server haben und das Ganze hier auf einem Server spielen. Und damals gab es da tatsächlich schon so einen Versuch. Wo mir Leute da geholfen haben, aber das war tatsächlich noch sehr amateurhaft und da hatten wir vor, dass King's Cross eben ein Spawnpoint wird. Genau. Und da haben wir dann quasi King's Cross als Startpunkt versucht zu bauen im Kreativmodus. Kann sich irgendjemand daran erinnern? Oh, Lily Gryffindor erinnert sich. Oh, krass. Also, es ist ewig lange her, Leute. Es ist wirklich ewig, 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 ewig lange her. Servus, hallo Dennis, grüß dich, schön, dass du da bist, hallöchen. Ja, so, oh, was haben wir denn hier? Ist das ein Konstrukt? Ist das einfach nur ein Baufehler? Man weiß es nicht so ganz genau. Ich glaube, ich baue das zu. Ich hoffe, das ist nicht böse, was ich jetzt hier tue. Aber sowas ist später auch sehr schwer mit Wasser zuzuschütten. So. Guckt mal an, Leute. Es geht langsam, glaube ich, in eine gute Richtung. Auch wenn ich das gerade überhaupt nicht beurteilen kann, weil dafür müsste ich erstmal gen Himmel fliegen. Ich glaube, das tue ich auch mal. Ja. Boah, das ist eine elendige Aufgabe, Leute. Aber hier sind gerade gefühlt 30 Leute alle dabei, daran zu arbeiten. Ich finde es auch ehrlich gesagt gerade gar nicht so verkehrt, dass sehr viel Erde gesetzt wird. Also zum einen hilft uns das später bei den Wasserpflanzen. Ne, viele von denen können nur auf Erde gesetzt werden. Wobei manche auch nur auf Sand. Oh, da muss ich gleich nochmal Experimente machen, Leute, glaube ich.
Ja, da mache ich mal eben kurz ein Experiment, bevor ich jetzt Blödsinn laber. Ich hummel mal eben ein paar Wasserpflanzen. Und dann gehen wir mal kurz unter Wasser und pflanzen ein bisschen. Nur so zum Experimentieren, weil ich gerade gar nicht so genau weiß. Oder wartet mal, wir können auch zu dem Bach da. Wobei, nee, das hilft mir, glaube ich, auch nicht so besonders. Ich hole mir mal eben welche. Jo, Dagi, hast du die kleine Statue im Unterwasserdorf schon gesehen? Nee. Hast du die gebaut? Oder hast du eine gebaut? Oder, also ich gucke jetzt gleich auf jeden Fall mal. Und danke, Leute. Einmal gerne einen Daumen nach oben da lassen, aber auch gerne natürlich ein Abo auf meinem Abo-Logo, Kanal-Logo, Dingsbums. Ihr, da steht einfach abonnieren, Leute. Ihr kennt das ganze Prinzip, glaube ich. So, ja, was wollte ich noch? Achso, ja, Wasserpflanzen. Boah, Leute, da bin ich einmal abgelenkt, dann komme ich wieder komplett aus dem Konzept. Vielen Dank übrigens auch nochmal an Ilona Ravengood. Sie hatte vor 11 Minuten 1 Euro gespendet. Habe gestern gedacht, wo bleibt die Folge? Dann fiel es mir ein. Freue mich auch schon auf Samstag. Du im Ronskin. Danke für die Erinnerung, Ilona. Vielen Dank. Und ein fingergeformtes Herz. Vielen Dank für die Spende. Ja. Och, Mann. Ja, genau. Ihr habt es vielleicht gemerkt. Also gestern kam keine Folge raus. Wartet, bevor ich weiterrede. Ich krieg das nicht hin. Reden und denken gleichzeitig ist... Also, das sind echt keine guten Let's-Player-Voraussetzungen. So, was sind denn hier jetzt Wasserpflanzen? Grasbusch, Bodendecker, das... Feuchtgebiete. Ist aber dann Überwasser, oder? Aufschwimmend. Ah, hier! Ta-ta-ta-ta! Ist aber nicht so viel. Oh je, da müssen wir aber bald... oh weia. Und was heißt Salz- und Süßwasser? Juckt die das ernsthaft? Können die das unterscheiden? Und ab wann ist es Salz und ab wann ist es Süßwasser? Hilfe! Ich weiß es nicht. Ich habe die Plant-Mega-Motten noch nicht so intus, Leute. Ich nehme mir mal einen mit von jedem. So. Und da auch einen. Und was ist das hier? Korallenmoos. Ja, nehme ich mit. Gut, alles klar. Dann nehmen wir uns noch ein paar Blöcke mit. Wenn wir eh schon hier sind, dann können wir direkt alles einmal mitnehmen. Und zwar Erde und Clearstone. Salzwasser im Ozean. Ja, aber wann checkt der Minecraft, wann was Ozean ist? Ja gut, doch, das checkt es, ne? Wenn man über diese verschiedenen Bereiche fliegt, sagt das Ding ja, also können die ja auch in Biome unterteilen. Ist das ja in Biome unterteilt, richtig? Richtig, oder? Richtig? Richtig, oder? Ich weiß nicht, keine Ahnung, Leute. Naja, wir werden es gleich sehen. Aber das heißt ja, wenn ich einen eigenen See baue, dann ist das Süßwasser, oder wie? Herr Jemine. Warum ist das denn so kompliziert? Das ist jetzt aber ganz wild. Was macht der Bogen hier? Ich brauch dich nicht, Bogen. Geh weg. Und dieser Feuerschein ist auch doof. Wenn irgendjemand zufälligerweise heute hier hinkommt, ne? Das ist mein Müll. Gerne wegwerfen. Nein, Spaß. Ich mach's später. So, wir gehen wieder zurück. Warp. Hogwarts. So, da sind wir. Dann fliegen wir mal direkt irgendwo hin, wo Wasser ist. Am besten Süßwasser in dem Fall. Also nicht an einem Meer. So, muss leider auf, Sabrina. Ich wünsche dir einen wundervollen Abend und dir auch viel Spaß bei was auch immer du jetzt noch vorhast. Danke, dass du dabei warst. Sollen noch mehr Tannengärten gebaut werden? Boah, gute Frage, ey. Also, wenn die nicht auf einer Ebene hocken und wenn die ein bisschen so gebaut sind, dass die auf Hügeln gesetzt werden oder so, wisst ihr, was ich meine? Dann ja, aber wenn sie nur unten wieder platziert werden, dann nicht. Also, es soll ein bisschen das Gefühl vermitteln, dass dieses Dorf nicht nur auf einer Ebene gebaut wird. Wenn das beherzigt wird, dann ja, gerne. Ansonsten ist Boden heute Prio-Aufgabe. Genau. Ja. Genau, das trifft es, glaube ich, ganz gut. So, hier haben wir Süßwasser, Leute. Müsste zumindest Süßwasser sein. Mehr ist das bestimmt nicht. So, dann passt mal auf. Oder auch nicht, je nachdem, wie ihr wollt. So. Hä? Das kann zumindest schon mal nicht auf Erde... Nee, warte, ich glaube, ich muss wirklich unter Wasser, oder? Ich muss ganz dringend mich nochmal mit Wasserpflanzen auseinandersetzen. Ich merke das schon. Tools der Hufflepuff, grüß dich. Schön, dass du da bist. Und vielen, vielen Dank an Günni Potter für 1 Euro. Hey Daniel, King's Cross ist ungefähr 1500 Kilometer, sprich 9 Stunden Fahrzeit entfernt.
Baust du dann in maßstabgetreuer Entfernung? Freue mich schon. Nein. Maßstabgetreu wird da die Entfernung nicht sein. Das würde nicht hinhauen. Zeitumkehrer, ahoi. Also, ich würde das nach Bauch... Zeitumkehrer, ahoi. Ich würde das nach Bauchgefühl machen. Wird vielleicht jetzt nicht jeden begeistern, diese Aussage, aber meiner Meinung nach definitiv die realistischste Art, damit umzugehen. Ja. Okay, also Leute, diese Wasserpflanzen kann man alle auf Erde setzen. Okay. Auf Sand kann man sie offensichtlich auch alle setzen. Hä, aber was war denn das nochmal? Wir hatten irgendwann mal ein Problem mit diesen Wasserpflanzen. Irgendwas war da mal. Aber auf Stein kann man sie nicht setzen. Wartet, ich setze einen Clearstone. Wir lernen wieder Dinge, die nur Dagi nicht weiß und alle anderen... Ha, den kann man nicht setzen. Den kann man nicht dahin setzen. Okay. Also im Grunde, was wir daraus lernen... Nichts. Doch. Dass man eigentlich fast alles auf Erde und Sand platzieren kann, aber nicht alles auf Clearstone. Botanik mit Dagi, ja, Relius, genau das. Genau das. Okay, schön. Also ich habe was gelernt. Habt ihr auch was gelernt, Leute? Irgendjemand? Irgendjemand was Neues dazugelernt, was er vorher nicht wusste? Oder bin ich jetzt hier der Einzige? Wahrscheinlich. Egal, ich freue mich trotzdem, weil das heißt... Erde sollte ausreichend sein, als, aber ein bisschen Sand soll auch auf jeden Fall dahin. Und nicht zu vergessen, trotzdem Clearstone, ne? Das muss trotzdem gebaut werden. Meine Nase juckt. Aber ja, alles im richtigen Verhältnis zueinander. So, ja, jetzt habe ich Wasserpflanzen im Inventar, die brauche ich gerade nicht. Habe ich nicht, slash EC? Ah, ich packe das einfach da rein. YOLO! Und dann geht's wieder ab zur... Dann ging es theoretisch ab. Theoretisch, wenn es nicht buggen würde. Ich muss mich kurz reloggen. Stream-Hashtag Botanik mit Dagi. Ja, können wir machen, Leute. Ach, komm schon. Nein! Ach, Leute. Was ist denn hier mit euch, ihr Kackeulen? Immer dasselbe. Ihr macht immer so einen Blödsinn. Ja, komm her jetzt. So. Das ist tierfreundlich, Leute. Eine kleine süße Eule, auf denen so ein fetter, riesiger Koala sitzt. Mit dem blanken Po, wo auch noch ein Loch in der Hose ist. Oh! Die Insel hat... Die ist ja befruchtet worden. Sie ist grün. Grün, grün, grün blüht der Enzian. Oder wie heißt das? Keine Ahnung. Es ist alles grün. Wieso ist es grün? Hat hier irgendjemand das keimen lassen? Oh, da ist alles gekeimt. Die Natur... bahnt sich ihren Weg durch Hogwarts. Wunderschön. Ja, das ist doch schön, Leute. Guckt mal. Wunderschön. Wunderschön. Also ich feiere es sehr. Alles schön grün. Gut, Leute, dann würde ich sagen, geht's jetzt aber wieder zur Aufgabe. Ich darf hier nicht so einen Schlendrian raushängen lassen. So. Denn sonst wird mir wieder unterstellt, dass ich faul bin. Aber wir müssen heute wirklich, wirklich reinhauen. Sämtliche Energie hier in diese Aufgabe reinbuttern. Bauteam, denkt dran, heute wirklich Ärmel hochkrempeln. Wir haben noch ein bisschen Zeit, wir schaffen heute so viel wie möglich. Das einzige Traurige an diesen Aufgaben ist leider nur, dass man den Fortschritt am Ende nur so semi-gut erkennen kann. Weil, ja. Weil so ein Vorher-Nachher-Effekt eigentlich nur gut erkennbar wäre, wenn man ein Vorher-Nachher-Bild hätte. Und das habe ich nicht. Das wäre nämlich auch schwer möglich, weil... Dafür müsste ich das auf der Offline-Map haben, weil nur da habe ich die Möglichkeit, halt mit diesen Abständen das anzuschauen. So. Das erste, was ich heute höre, ist Daniel singen. Oh, Lena, und du bist trotzdem noch dran. Respekt. Respekt an der Stelle. Also... Muss man schon sagen, das ist schon ordentlich. So. Es wird langsam, Leute. Ich habe das Gefühl, wir kommen langsam von diesen komischen Pickeln weg Richtung schönen Ebenen, die natürlich aussehen und ja, einfach schön sind. Genau.
Hin und wieder kann man ja hier so kleinere Schlitze im Boden drin lassen. Das finde ich auch okay. Das wirkt so ein bisschen verkratert, beziehungsweise so ein Furchen im Boden. Das mag ich eigentlich auch ganz gerne. Aber hier, sowas muss dringend weg. So einzelne Blöcke. Oder das hier kann man auch direkt hiermit verbinden quasi. Ist natürlich schade, dass man manchmal so Steine wie Erde oder wie Kies oder so verdeckt wird, der ja schon bewusst dahingesetzt wurde, damit es natürlich aussieht. Aber naja, das dann immer wegzumachen und zu ersetzen, fände ich auch ein bisschen sehr aufwendig. Vielen Dank nochmal an das Original für 2 Euro. Das ist keine Spende. Viel Spaß im Ronskin. Das ist keine Spende. Aber das Original, was ist es denn dann, wenn es keine Spende ist? Merkwürdig, aber vielen Dank dann für das, was du gerade getan hast. Und ein fingergeformtes Herz geht raus an dich. Dankeschön. Und, genau, was ich auch noch sagen wollte. Ich werde keinen Spaß im Ronskin haben. Leute, hat eigentlich irgendjemand spontan Bock, mir einen Ronskin zu machen? Und suche ich mir einen im Internet raus? Könnt ihr mir einen Ronskin... Oh, ich hätte eine geile... Nee, ich errate das jetzt nicht. Ich hoffe, ich krieg das selber hin. Wobei, ich krieg das safe nicht selber hin und das gibt's safe auch nicht. Also, wenn jemand Bock hat, mir einen Skin zu pixeln, dann meldet euch gerne. Weil ich hätte tatsächlich eine coole Idee. Und ja, das ist ein Ronskin. Keine Sorge, ich werde die Wette einhalten. Ne, ich bin ja ein... Also, Wetten einhalten ist Ehrensache. Du hast doch den von LBF. Ja, aber das ist kein richtiger Ron-Skin. Das ist ein Dougie Weasley-Skin. Das ist ein Daniel mit roten Haaren. Genau, damit ich besser in die Familie Weasley reinpasse. Genau. Hallöchen, Caromel, grüß dich. Schön, dass du da bist. Du warst heute die Erste, die bei Hogwarts Mystery, glaube ich, kommentiert hat, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, es gibt echt sinnlose Dinge, die ich mir manchmal merke, aber herzlichen Glückwunsch dazu. Nein, ich will mir keinen Ron Onesie machen. Ich habe was viel Besseres vor. Oh, Carmen, ich mach dir gerne einen Skin. Schreib mal, was du brauchst. Oh, gerne, gern. Also, nur wenn du Zeit hast. Also, ja, ich hoffe, aber gut, ich gehe davon aus, wenn du das sagst. Ja, ich kann dir ja mal sagen, also es ist tatsächlich sogar nicht so kompliziert, was ich vorhabe. Aber mehr dazu dann später. Es ist sogar sehr einfach umzusetzen. Sehr schnell umzusetzen, glaube ich sogar. Ja. Wie random. Ja, jetzt siehst du mal, Caromel. Siehst du mal. Aber ja, sehr random. So, hier machen wir auch mal eben ein bisschen zu. Upsala, der da muss wieder weg. Hallo Samuel, grüß dich. Schön, dass du da bist. Ron mit einer Spinne auf dem Kopf. Nee, Leute. Was anderes. Ach, hier sind noch die Überreste von dem einen Haus, ne? Ja, stimmt. Also, Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde hier viele Bereiche jetzt wirklich mittlerweile richtig, richtig schön. Es ist nicht mehr so zerkluftet. Klar, hier gibt es immer noch diese verschiedenen kleineren Hügelchen und Ebenen und so, aber ich finde, das hat schon ein viel besseres Aussehen angenommen. Es sieht viel natürlicher aus, als es davor der Fall war. Das freut mich sehr. Ach so, wartet mal. Ich wollte ja übrigens noch hier diese kleine Statue anschauen, von der Daniel Ravenclaw vorhin geredet hat, ne? Wartet mal. Ich gehe mal eben gucken. Ich weiß auch gerade gar nicht, ob er die gebaut hat. Ich habe es nämlich nicht gelesen, falls er da eine Antwort gegeben hat. Was ist eigentlich das da? Das sollte, glaube ich, mal so ein Halbbogen werden. Gut, aber egal. Wir machen jetzt erstmal hier eine kleine Tour. Wo auch, wir finden die dann hoffentlich auch schnell. Ist die Frage, wo er die gebaut hat. Eine kleine Statue also. Also da, die da kenne ich, aber die ist schon länger da, glaube ich. Die da.
Drachi, vielen Dank für die 2-Euro-Spende. Wann kommt nochmal die Abonnentenwand? Im Grunde können wir das heute machen. Also ich habe das ja, glaube ich, schon etwas länger wieder nicht gemacht. Oh, ist das das? Auf jeden Fall ist das eine Statue eines Wassermenschen. Oh, das ist geil. Daniel, ist das deins? Meinst du das? Das sieht mega cool aus. Sowas könnten wir häufiger bauen. Also das gefällt mir. Das ist richtig schön. Zeitumkehrer Ahoi. Vor allem ist er auch sehr simpel gebaut. Das ist ja die Schwierigkeit, das alles hier so möglichst simpel zu bauen mit normalen Blöcken. Aber dafür sieht es echt gut aus. Ja, habe ich gebaut. Ja, sehr cool. Ich finde es richtig geil. Also Leute, wir können gerne noch ein paar Statuen dieser Art bauen. Ja, also die finde ich, das finde ich richtig nice. Ja. Oh, La Luna, vielen Dank für die 11,99 Euro Spende. Sehr lieb von dir. Ich freue mich mega auf Samstag und bleib so lange, wie ich kann. Übrigens wollte ich fragen, wann und ob du das Harry Potter Hörbuch weitermachst bei Patreon. Schönen Stream noch allen. Ich habe auf jeden Fall vor, generell jetzt bei Patreon wieder mehr reinzuhauen. Ihr habt es ja gemerkt, also ich lade da jetzt auch etwas früher sogar noch All the Young Dudes als Hörbuch hoch, als ich es bei YouTube tue. Das wird jetzt in Zukunft auch noch so sein, dass ich es wahrscheinlich schon, ein, zwei Tage vorher hochlade. Muss ich mal gucken, wie das aufgeht, wie ich das hinbekomme. Aber ja, auch das andere Hörbuch möchte ich auf jeden Fall da weiterführen. Da würde ich auch gerne weiter die Harry Potter Bücher vorlesen. Für alle, die nicht Bescheid wissen, also auf Patreon lese ich auch die Harry Potter Bücher, was ich ja hier auf YouTube nicht machen möchte, weil aus urheberrechtlichen Gründen, es wurden jetzt auch übrigens einige YouTuber dazu aufgefordert, die Videos offline zu nehmen. Ja, das ist definitiv ein sehr schwieriges Thema, aber bei Patreon, ja, ist es so, also da geht mein YouTube-Kanal nicht so in Gefahr und, die schicken da jetzt auch keine Abmahnungen, wo man Strafen zahlen müsste oder so. Deswegen, ja. Ich mache das auf jeden Fall weiter. Es ist ja so eine Mischung aus Podcast und Hörbuch, weil ich lese nicht nur, sondern ich labere auch wie in einem Podcast. Und ja, da hätte ich auf jeden Fall Bock, das jetzt bald wieder weiterzuführen. Und werde ich auf jeden Fall auch. Ich muss mich da manchmal selber treten, dass ich das wieder regelmäßig mache. Das Ding ist, das Einzige, was mich davon abhält, ist nicht, dass ich keinen Bock habe oder so, aber manchmal fällt es mir schwer, gute Themen zu finden, die ich da so bequatschen kann, weil vieles ja auch schon in meinen Videos und Streams erzählt wird, vor allem in Let's Build Hogwarts. Aber ja, das soll dem Ganzen keinen Abbruch tun. Ich werde auf jeden Fall jetzt bald wieder weitermachen. Und trotzdem, All the Young Dudes wird aber weiter da kommen. Also ich werde dann versuchen, beides auf Patreon zu machen. Genau, dass Patreon halt auch nochmal einen besonderen Stellenwert hat, weil da wird ja auch von vielen Seiten werde ich da unterstützt. Und da ist es mir dann auch wichtig, da weiter fortzufahren. Genau. Vielen Dank nochmal für die 11,99 Spende, das ist mega lieb von dir. Und falls du selber Patreon bist, wovon ich jetzt mal ausgehe, dann auch dafür vielen Dank, vor allem für das Durchhaltevermögen, weil ich weiß, dass ich manchmal sehr schluderig da bin und dass ihr da so, ja, eine Geduld habt und da, ne, das freut mich auf jeden Fall sehr. Also dafür auch nochmal ein riesiges, fingergeformtes Herz raus. Dankeschön. Dagi, du laberst unentwegt. Jana, das ist tatsächlich, du ahnst es vielleicht, mein Job. Also, wenn du nicht willst, dass ich laber und du einfach nur den Baufortschritt sehen willst, dann musst du den Ton ausschalten und dir nur das Bauen angucken. Harry Potter Soundtracks kannst du auch nebenbei laufen lassen. Dafür musst du nicht den Stream gucken. Nein, alles gut. Aber, ich hoffe, mein Gelaber nervt dich nicht allzu sehr. Hi Leute, hallo Raptor, grüß dich, schön, dass du da bist. Hallöchen. Ja, Hashtag Laberjob, ist so. Ja, es ist ein Laberjob. Also tatsächlich, die Stimme ist das größte Kapital von mir. Apropos Stimme, ich möchte mich auch nochmal bei allen Leuten bedanken, die mir jetzt schon in den letzten Hörbuchfolgen von All the Young Dudes geschrieben haben, dass ich eine sehr schöne Vorlesestimme habe. Das schmeichelt mir jedes Mal und läuft runter wie Öl. Und ich habe jetzt gestern noch einen mega süßen Kommentar, das muss ich einfach erzählen, weil ich war so glücklich darüber, das hat mich so gefreut. Da meinte jemand, ich weiß leider nicht mehr den Namen, das tut mir leid. Daniel, wenn irgendwann mal das mit YouTube nicht mehr läuft, musst du auf jeden Fall Hörbuchsprecher werden. Und ganz ehrlich, Leute, das wäre wirklich geil. Also ich muss auf jeden Fall safe noch sehr viel üben.
Weil, ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich professionell da bin. Aber ich hätte auf jeden Fall Lust. Das macht mir richtig Spaß. Und ja, also sollte es soweit mal irgendwann kommen, was ich nicht hoffe, weil YouTube macht mir einfach Spaß. Ich liebe das alles hier. Ich mache das mit großer Leidenschaft. Aber sollte es mal so sein und Hörbuchsprecher werden, so, das wäre schon geil. Ja. Vor allem würde ich dann automatisch mehr lesen, was ja auch gut wäre. Kann man sicher lernen. Ja, ja, auf jeden Fall. Also lernen kann man das bestimmt. Die Frage ist halt, ob man geeignet dafür auch ist. Ich denke, das hat auch gewisse, also gewisse Umstände, die dazu führen, dass man schneller den Job oder besser den Job bekommt. Die Stimme macht ja auch einen großen, ist ja ein großer ausschlaggebender Punkt. Ich denke mal, das hat auch viel mit natürlichen Attributen zu tun, was man wahrscheinlich dann auch nicht so gut lernen kann. Ich weiß nicht, ob ich da in Frage kommen würde. Das würde ich jetzt nicht unbedingt safe sagen. Da müsste man mal mit jemandem reden, der da in der Branche aktiv ist. Aber Bock hätte ich auf jeden Fall. Ja. Ich mag es sehr. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich jetzt mit All the Young Dudes ein Hörbuchformat auf meinem Kanal habe, was ich so weiterführen kann und mag und was einfach richtig Spaß macht. Und ich mag es sehr regelmäßig, mich einfach hinzusetzen, hier an meinen Schreibtisch, mein Mikrofon vor meine Schnauze zu halten und einfach zu lesen. Ja, es ist kein riesiger Aufwand, außer das Lesen an sich und dann das Schneiden davon. Und der Rest des Hörbuchs ist eigentlich relativ in Ordnung vom Aufwand. Also klar, insgesamt ist es natürlich Aufwand, ja, aber es ist machbar, ist überschaubar. Und es ist einfach irgendwie auch eine Art Entspannungstherapie. Und irgendwie mag ich auch kaum ein Lob lieber, als wenn Leute sagen, dass ich gut vorlesen kann. Also ich glaube, kaum ein Lob auf meinem Kanal geht so gut runter wie das. Keine Ahnung, ist halt einfach so. Mich freut es halt einfach sehr. Vor allem kuriert das die seelischen Wunden aus, die ich unter meinen Let's Play-Videos bekomme, weil teilweise immer wieder neue Leute dabei sind, die mich noch nicht so lange kennen und die sich dann darüber echauffieren und beschweren, teilweise auf sehr beleidigende Art und Weise, wie unglaublich scheiße ich spiele. Und ja, da muss ich sagen, ja, das stimmt. Ich war und bin nie Gamer gewesen. Ich habe diesen Kanal zwar als Let's Play-Kanal gegründet, aber das hat nie den Grund gehabt, weil ich gut im Game bin. Ich habe auch damals einen Angelkanal gegründet. Das hat auch nie bedeutet, dass ich gut im Angeln war. Wie ihr vielleicht schon mal irgendwo mal festgestellt haben könntet. Also ich weiß, was man da machen muss, im Groben. Und ja, ich habe den Angelschein. Aber ich bin jetzt kein Profi, der sich damit irgendwie einen YouTube-Kanal hätte aufbauen sollen, können, dürfen, wie auch immer. Und ja, ich bin keineswegs in irgendeiner Weise ein Profi dabei. Und ja, aber manchmal verletzt es mich schon. Da sind manche Kommentare halt echt ziemlich böse. Und mich nervt es dann teilweise auch, wenn ich mich richtig blöd in einem Game anstelle. Letztens wurde mir zum Beispiel der Kommentar gegeben, das hat mich auch so, das fand ich auch so ein bisschen, ja, das hat mich irgendwie ein bisschen mitgenommen, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht zu tief da wühlen, aber da hat jemand geschrieben, Daniel, jetzt hör mal auf, dich da absichtlich so affig anzustellen, nur weil du so viele Kinderzuschauer hast, musst du jetzt nicht den größten Trottel da raushängen lassen und Level absichtlich scheiße spielen oder so. Und ich dachte mir so, Bro, ich mach das nicht mit Absicht. Ich spiele die wirklich so scheiße. Und keine Ahnung, das war irgendwie voll fies von der Person. So, keine Ahnung, als die Person konnte anscheinend nicht mal glauben, dass ich wirklich so scheiße spiele. Aber ja, naja, ist eine Sache für sich. Ich meine, manche haben ja auch Spaß daran, manche sehen das ja auch als Positivaspekt. Also die werten das als Positivaspekt, wie ich Let's Plays gestalte und spiele. Bei weitem nicht alle, aber zumindest ein paar. Und ja, von daher, ist halt, wie es ist, Leute. Und entweder den Leuten gefällt es oder es gefällt denen nicht. Aber klar, man nimmt sich auch nach all den Jahren immer noch so ein paar Kommentare zu Herzen. Manche stechen tiefer, manche weniger. Es gibt Kommentare, die sind böse, die jucken mich kein bisschen. Es gibt aber auch Kommentare, die jucken mich dann schon ein bisschen. Kommt immer auf den Wortlaut an, auf die Art, wie die Person schreibt. Und genau, und aufs Thema natürlich auch. Klar. Aber naja, welcher Angelkanal? JR Ben, den findest du heute zwar schon noch, aber du findest keine Videos mehr davon. Ich habe die aus berechtigten Gründen alle offline genommen, weil das sehr cringe war. Also das war nicht mal das größte Problem. Cringe wäre nicht so das Problem gewesen. Aber naja, also ich habe damals viele Fehler auch beim Angeln gemacht, weil ich halt auch so noch sehr jung war. Und ich möchte dann, also ich bin nicht mehr, kann nicht mehr dahinter stehen. Löwencrusher! Rudi, danke schön. Hallo Daniel, eine kleine Spende, bin leider am Samstag nicht da. Hoffe, ihr habt Spaß. Löwencrusher, vielen Dank für die 25-Euro-Spende. Das ist mega lieb von dir, danke schön. Schade, dass du am Samstag keine Zeit hast, aber hey, der Stream bleibt online
Und du kannst ihn gerne, wenn du möchtest, nachschauen. Ich würde mich freuen. Und, ja, vielen Dank. Also, ich muss noch mal kurz lesen. Ja, also wir werden safe Spaß haben, Leute. Da, also hoffe ich, ich werde Spaß haben. Ob ihr Spaß haben werdet, das wird sich noch rausstellen. Aber ja, vielen Dank, Löwencrusher, für deine riesige Spende und ein riesiges fingergeformtes Herz raus an dich. Dankeschön. Und einen schönen Abend dir gewünscht. Novanion, vielen Dank für die 5 Euro. Ey, Novanion. Naja. hallo, du Sahneschnitte. Oh, Novanion. Ach ja, dann darfst du, sowas darfst du auch immer gerne schreiben. Du kleiner Charmeur, du. Oh, jetzt hätte ich gelernt, ganz rot. Novanion, du machst mich ganz wuschig. Hallo, du Sahneschnitte. Du bist, Stuttgart ohne T. Hä? Stuttgart ohne T? Wenn du XOXO, wenn du ein Mammut wärst, dann wärst du ein Süßmut. Was? Ach so, ich soll alle Tees von Stuttgart entfernen. Ich dachte nur das letzte Tee. Ich dachte, was ist denn ein Stuttgart? Was soll denn Stuttgart sein? Ach so, ich soll alle Tees rausnehmen. Ach so, ich bin Sugar. Novanion macht mir gerade eine indirekte Andeutung darauf, dass ich sein Sugar Daddy sein soll. Dabei ist er eigentlich mein Sugar Daddy, wenn man so... Das Gott. Oh, ganz... Oh, jetzt wird's aber wild hier. Novanion ist eher mein Sugar Daddy. Also, Novanion, ne? Wenn du mal Wünsche hast, ne, melde dich bei mir. So als Sugar Daddy. Bist du sehr anspruchslos. Also, vielen Dank. Ja, alles klar, ich hab's verstanden. Aber das mit dem Süßmut habe ich nicht verstanden. Mammut. Süßmut. Den verstehe ich nach wie vor nicht. Keine Ahnung, was du mir erzählen willst. Zeitumkehrer, ahoi! Und ja, vielen Dank nochmal, Novanion. Und ein fingergeformtes Herz geht raus an dich. Und Sina hat 5,99 gespendet. Ich muss auch sagen, du liest das richtig gut. Macht Spaß zuzuhören. Dankeschön, Sina. Das freut mich. Ja, ich lese deine Kommentare immer. Du schreibst sie vor allem immer auf Patreon, ne? Ja, das freut mich sehr, dass es dir gefällt. Und vielen Dank auch immer für dein Feedback. Generell, Leute, wenn ihr mir eine kleine Freude machen wollt, schaut gerne ins Hörbuch rein, lasst mir gerne Feedback da. Aber nur, wenn ihr es ernst meint mit dem Feedback, ne? Also jetzt nicht einfach nur schreiben, weil mir das gefällt. Aber... Ja, das muntert mich immer sehr auf. Ich gucke auch immer ganz oft in den Kommentaren danach, weil, also in allen, aber da ganz besonders und ganz explizit oft. Genau. Ja. vielen Dank, Sina. Oh Leute, was geht denn jetzt hier wieder ab? Hilfe, ganz viele bunte Balken im Live-Chat. Das ist immer so ein, also Hilfe. So, gut, Hilfe. Ilona Ravengood hat 1 Euro gespendet. Du hast eine sehr beruhigende Stimme. Wenn die Geschichte nicht so spannend wäre, könnte ich einschlafen. Ich nutze sogar deine Faktenvideos, die ich schon fast auswendig kann zum Einschlafen. Oh, das ist schön. Das freut mich. Also, das ist auch immer eine große Ehre, wenn Leute schreiben, dass sie meine Videos generell zum Einschlafen nutzen. Und ja, das Hörbuch bietet sich dafür, glaube ich, auch wirklich gut an. Also, das ruhige Vorlesen, die Hintergrundmusik. Ja, also, freut mich sehr, dass es gut funktioniert bei dir, Ilona. Und ein fingergeformtes Herz nochmal vielen Dank für deine Spende. Dankeschön. La Luna heißt uns hier als Kanalmitglied willkommen. Hallöchen, La Luna. Schön, dass du auch hier jetzt supportest. Du bist ab sofort ein Knuddelmuff auf dem Server. Dankeschön. Aber Snape wird sich gleich nochmal bedanken, wenn er seinen Standardspruch raushaut. After all this time, always. Jaja. So, und jemand schreibt mir, Daniel, es ist noch nicht 22 Uhr, aber die wird mir gleich noch eingeblendet. Die ist jetzt gerade rausgesappt, aber die wird mir gleich wieder gezeigt. Keine Sorge. Laura hat auch nochmal 5 Euro gespendet. Hey, beim Anblick meines Bankkontos musste ich heute einen kleinen Freudentanz einlegen. Eigentlich wollte ich mir etwas Sinnvolles... Geribus Pommes, Entschuldigung. Eigentlich wollte ich mir damit etwas Sinnvolles davon kaufen. Kann ich schon mal kurz intervenieren? Hast du nicht geschafft, weil du jetzt spendest. Aber jetzt sitze ich hier. Ja, du hast selber schon eingesehen. Schön. Kleiner Spaß. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Laura, vielen Dank. Und was
ist denn bei dir kontomäßig los? Hast du im Lotto gewonnen? Oder hast du eine Ausbildung angefangen? Wurdest du befördert? Hast du dich selbstständig gemacht und bist krass erfolgreich? What the reason? Was geht bei dir ab, Laura? Oh. Aber hey, vielen Dank, dass du deinen neuen Reichtum mit mir teilst. Dankeschön. Leute, Hilfe! Ah! Martin Lorenz hat das orangene Lichtschwert ausgefahren. Das klingt falsch, aber es ist ja so. Schaut doch nach. Es ist genau im Live-Chat zu sehen. Hilfe. Ja, warte, wir warten mal kurz auf Martins Spende, weil sonst unterbricht mich gleich die minderjährige Siri-Stimme. Und dann ist wieder Problem hier, weil dann hier wieder alles durcheinander ist. Die hat's gleich, Leute. Die braucht manchmal ein bisschen. So, Leute, ich glaube, wir sind hier echt auf einem guten Weg, einem sehr guten Weg. Ich flieg nochmal eben nach oben. Aber ja, Leute, genau so stelle ich mir das vor. Es geht in eine sehr gute Richtung. Es geht in eine sehr gute Richtung. Oh mein Gott. Also hier bei der Anhörung musste man noch ein bisschen arbeiten. Also diese Anhörung, da muss auf jeden Fall noch was passieren. Aber hier auf dem Boden. Ja. Ja, ja, ja. Leute, also ich erkenne auf jeden Fall einen Fortschritt. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich erkenne auf jeden Fall einen. Und ja, Leute, ihr habt recht. Lasst jetzt gerne ein Abo da auf meinem Kanal. Ich würde mich riesig freuen. Oder ihr könnt auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Vielen, vielen Dank für euren Support. So, aber wir machen noch ein bisschen weiter. Wir werden den Stream heute explizit dafür nutzen. Und ich habe keine Materialien mehr. Alles klar, das heißt, wir holen uns neue. So, minderjährige Siri-Stimme. Oh, falsch rum. Ach, dammit. Wieder falsch. Oh, Mann, oh. Also ist das hier Abo. Das Abo, richtig. Ja, okay, okay. Oh, Mann, oh. Ich krieg das nie hin. Okay, ich werd's noch lernen, Leute. Lasst mir noch ein bisschen Zeit. Löwencrusher, vielen Dank für die 3,07 Euro, du Irrer. Danke. Daniel, wenn ich was spende, wird das nie bei mir im Chat angezeigt. Ist das normal? Ach so, ja, ich kann dir den Grund nennen. Du spendest nämlich über PayPal. Also du spendest über den Link in der Infobox. Das weiß ich nämlich deswegen, weil neben deinen Spenden Donation steht. Wenn du willst, dass es im Live-Chat angezeigt wird, musst du eine Super-Chat-Spende machen. Das heißt, du gehst nicht über den Link auf die Tippi-Stream-Spendenseite, sondern du gehst auf YouTube auf, boah, ich weiß gar nicht, wie das aussieht auf YouTube. Also es ist dann eine Super-Chat-Spende. So wie Martin Lorenz das gemacht hat. Oder die anderen Leute, die halt im Live-Chat zu sehen sind. Genau. Das ist der Unterschied dabei. Also es gibt diese beiden Spendenmodelle. Genau. Und du spendest halt immer über PayPal direkt. Und deswegen wird mir das zwar hier alles angezeigt, aber es wird nicht im Live-Chat angezeigt. Dafür musst du über YouTube spenden. Das ist der Grund. Genau. Vielen, vielen Dank aber auch nochmal für diese Spende. Und ein fingergeformtes Herz geht raus an dich. Dankeschön. So, ja, genau, das stimmt, P-Razel. Aber YouTube verlangt einen größeren Anteil. Das stimmt. Also, wenn ihr nicht über YouTube, sondern über PayPal spendet, dann kriege ich ein größeres Stück vom Kuchen ab. Genau. Aber ich möchte, das soll überhaupt keinen Einfluss auf euch haben. Macht einfach, wie ihr das wollt. Oder wenn ihr es nicht wollt, dann lasst es. Ich habe das ehrlich gesagt auch noch nie erwähnt, glaube ich, dass das besser ist, wenn ihr über Tippi spendet. Wenn, dann ist es lange her. Ja, weil im Grunde zählt es für mich einfach nur, also, dass ihr mich unterstützen wollt und wie ihr das macht, das ist mir herzlich egal. Also im Grunde, jede auch nicht entgeltliche Unterstützung ist eine Unterstützung. Und ja, deswegen. Also macht euch da jetzt irgendwie, also ihr macht es einfach, wie ihr wollt. Oder wenn ihr nicht wollt, dann macht es halt nicht. Wie ihr das auch immer richtig findet und wie ihr euch wohl vor allem. Das ist das Stichwort, Leute. So, wie ihr euch wohl fühlt. Wenn ihr euch wohl fühlt damit, dann macht es. Wenn ihr euch nicht wohl damit fühlt, aus welchem Grund auch immer, dann lasst es. Und dann ist alles genauso gut wie im anderen Fall. Genau. Ja. Was ist denn ein Supersticker? Xayo, das ist irgendwie, da kannst du eine Spende abgeben und dann wird ein großer Sticker im Live-Chat angezeigt. Aber so ganz bin ich da auch noch nicht hintergestiegen. Das haben bisher auch nicht viele Leute gemacht.
Super-Sticker werden, ich weiß nicht, gab es auf meinem Kanal vielleicht 10 bis 20 Mal in all der Zeit. Das wird ganz, ganz selten genutzt. Also Kanalmitglieder mittlerweile richtig häufig. Und halt die normalen Spenden, aber das ist sehr selten. Minderjährige Siri-Stimme. Jetzt kommt sie. Yeah, minderjährige Siri-Stimme, do your job. Hallo? Alter, Leute, was macht die hier auf meinem Kanal? Es klatscht die ganze Zeit. Wann kommt denn die minderjährige Siri-Stimme? Hi, ich kann leider auch nicht am Samstag live dabei sein. Deswegen bekommst du dein Geschenk schon heute. P.S. Ich würde dich sofort mein Buch vertonen lassen. Oh, das ist sehr lieb von dir, Martin. Vielen, vielen Dank und ein riesiges fingergeformtes Herz raus an dich. Dankeschön. Und ja, ich habe tatsächlich schon einige Anfragen von Leuten bekommen, deren Bücher ich vertonen soll. Leute, was mache ich? Ich katze die ganze Zeit. Hilfe! Dankeschön. Ihr seid alle so großzügig und liebenswürdig. Dankeschön, Leute. Vielen, vielen Dank. So, was wollte ich sagen? Ja, genau, ich habe in letzter Zeit sehr viele Bücher, ich habe sogar Bücher zugeschickt bekommen von Leuten, die mich gefragt haben, ob ich es vertonen kann. Aber ich habe bisher immer leider Nein sagen müssen, weil das teilweise auch nicht mal Harry Potter Bücher war. Bruder! Martin! Weil das nicht mehr Harry Potter Bücher waren und ich würde ja nur Harry Potter Bücher vertonen. Also Fanfictions. Martin Lorenz hat 20 Mitgliedschaften verschenkt. 20 Leute, die sich jetzt auch gerne das zweite Kapitel von All the Young Dudes anhören können, übrigens. Ja, das könnt ihr jetzt. Die Mitgliedschaft geht raus an der Cäsar, Fee, Becky, Caro, Cheatboy, Skyflame, Mandy, Rumi, Jesse, Jans Gemander, Bianca, Melek, Björn, Craftermax, Kevin, Albus Potter, D.A., Maita Garien, Harley, Isnaf Öff. Ja, herzlichen Glückwunsch euch allen und Martin, vielen lieben Dank. Martin hat eine mega Runde geschmissen hier gerade. Holy shit. Ich glaube, noch nie hat jemand so viele auf einmal rausgehauen. Damit hat Martin jetzt gerade einen kleinen Rekord aufgestellt. Einen großen Rekord, besser gesagt. Martin, vielen, vielen Dank. Sehr gönnerhaft von dir. Ja, und 20 weitere Kanalmitglieder hier auf dem Kanal. Damit müssten wir jetzt die 250 Kanalmitglieder geknackt haben. Doch, haben wir geknackt. Zeitumkehrer, ahoi. Krass, Leute. Schon über 250 Kanalmitglieder. Das ist so heftig. Noch nie zuvor hatte Ducky LP so viele Kanalmitglieder. Also noch nie. Seit Existenz dieses Kanals. Das ist so heftig. Weil es gab Zeiten, da haben meine Streams random 800 bis 1000 Live-Zuschauer gehabt. Und selbst da hatte ich nicht so viele. Aber gut, das mit dem Verschenken hat natürlich trotzdem großen Einfluss darauf. Aber ich finde es trotzdem, Alter, ich finde es einfach ultra krass. Das ist so schön zu sehen, also wie gönnerhaft ihr da seid. Aber wie gesagt, immer unter dem Aspekt, Leute, nur was ihr wollt, was ihr könnt. Und wenn es nicht für euch fein ist, dann ist es auch völlig in Ordnung. Fühlt euch bitte, bitte frei und nicht unter Druck gesetzt. So, deswegen auch nochmal immer vielen Dank an die Moderatoren, die dann gerade bei Leuten, die dann gerne mal auch etwas mehr spenden, immer noch dazu schreiben, dass man ruhig bleiben soll und Vernunft walten lassen soll, beziehungsweise, ne, ihr wisst, was ich meine. Auch letztens, wo Novanion diese Spende dagelassen hat, dass dann nochmal klargestellt wird, dass hier niemand mehr wert ist, nur weil er eine große Spende da lässt. Also, sonst würde ich mich halt ständig wiederholen. Aber ich hoffe, das ist mittlerweile angekommen. Und für viele wahrscheinlich auch schon nervig, dass ich es jedes Mal sage. So, jetzt sieht er den nicht. Was meinst du, Predi? Was sehe ich nicht? Predi, aber erstmal vielen Dank für die 99 Cent. Dankeschön. Und ein fingergeformtes Herz geht raus an dich. Das Original hat 2 Euro gespendet. Verkleide dich mal als Ron auf dem EWF. Wäre cool. Boah, also Leute, ganz ehrlich, so viel könnt ihr gar nicht bezahlen, dass ich das mache. Nee, sorry. Also als Ron verkleiden, das wäre schon... Nachher filmt mich da noch jemand und dann stellt er das ins Internet oder so. Dann ist mein Ruf ruiniert. Mein Ruf ist dann komplett ruiniert, Leute. Das kann ich ja nicht gutheißen. Nee, das ist wild, Leute. Das ist ein bisschen zu wild. Lust auf eine Wette. Ja, schon klar, Leute. Nee, das lassen wir mal. Da habe ich zu viel Angst.
Aber funny wäre es schon, ne? So. After all this time. Oh Gott, jetzt geht's los. Oh nein, oh nein, oh nein. Ja, jetzt macht euch gefasst drauf. Das kommt jetzt oft. Das kommt jetzt oft. Oh, das Münzgeräusch, was ich nie zuordnen kann. Warum kommt das? Hä? Ach so, das war wahrscheinlich die eine Mitgliedschaft von La Luna. Vielen Dank. Oder auch nicht. Oder auch doch. Jetzt kommt's auf jeden Fall oft. Ja, Leute. So oft habt ihr das wahrscheinlich noch nie gehört wie jetzt gleich. Vielleicht sollte ich den Sound kürzer machen in Zukunft. Nur so ein Tipp vielleicht mal für mich. Always. Leute, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Hilfe! Bei Daniel geht's ab, ja, aber richtig. Hier explodiert gleich irgendwas. Ausgerechnet jetzt läuft Dumbledores Farewell im Hintergrund. Was sagt uns das, Kinder? Was sagt uns das? So. So, hab jetzt noch ein Tannengartenhaus gebaut. Ich denke mal, das reicht langsam. Ja, warte mal, ich komme mal eben rüber zu dir. Tada! Oh, wow! Ach so, hier stehen wir drin. Warte, das war jetzt cringe, Daniel. Alter, ich habe mein Gebäude hier angeguckt und erstmal wow gesagt. Wie eingebildet bist du, Daniel? Ich war gerade ein bisschen, ja, weil ich halt mit dem Blick so... mega, wow! Das sieht echt cool aus. Ja, vor allem, dass du das auf einen Hügel gebaut hast. Und das auch noch hier mit dem Tempel. Wir können uns die Hand geben, Thyra. Wir haben ein gemeinsames Baukonstrukt entwickelt. Komm, wir geben uns die Hand. Du musst mir noch deine Hand geben. Krieg ich einen Korb? Ich krieg einen Korb. Alter. Thyra, korb mich nicht. Hallo? 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 Danke. Aber das war nicht deine Hand, das war ein Grasblock. Das war also ein Angriff. Serverteam, bitte bannen. Thyra bannen. Die hat mich gehauen. Das darf man nicht. La 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 la. Nein, Spaß. Sorry, mein Stream hängt immer hinterher. Ach, kein Problem. Kein Problem. Das kann jedem mal passieren. So. Außerdem kenne ich das sehr gut, wenn irgendwas hinterher hängt. Nee, den Jog bringe ich jetzt nicht. So, Scheiße. Ja, alles klar. So, Leute. Wie viel Uhr haben wir? Ah, okay, alles klar. Gut, dann rede ich einfach weiter, als wäre nichts passiert. So. Und das ist der Grund, weshalb du liegen gelassen wirst, wenn du Hilfe brauchst auf dem Server. Shit, das macht Sinn. Ja, Mist. Das habe ich irgendwie... Jetzt habe ich zumindest den Grund mal rausgefunden. Snape ist explodiert. Ja, ich wundere mich auch. Eigentlich müssten da noch einige After All This Time Always kommen. Kommen aber gerade nicht. Ich glaube, Snape ist, der hat gekündigt. Der ist einfach weg. Der kommt nicht mehr wieder. Der hat sich jetzt gedacht, nö. Ich wiederhole mich hier nicht wie ein Parkautomat. Mach das doch selber, ihr Affen. Und hat sich erstmal Urlaub genommen. Toll, Leute. Ihr habt Snape geschafft. Nagini hat ihren Job gemacht. Boah, Marie, der war böse. Der war böse, der arme Snape. Ach so, ja, stimmt. Wir hatten ja mal eine Diskussion über Snape, ne? Du magst den ja... Ne, warte mal. War das auf Mögen bezogen? Na, du... Ich weiß von unserer LBH-Folge nochmal da, ne? Hier. Wo du dann sad warst, weil ich plötzlich doch dir zugestimmt habe, obwohl du voll in die Diskussion mit mir gehen wolltest. Du hast dir so einen richtigen Beef erhofft, aber ich war einfach total lieb und hab dir dann noch zugestimmt. Das war traurig für dich, oder? Den wolltest du richtig einen reinballern. Aber nicht mit mir! Nee, ich
ich kann mir eingestehen, wenn jemand recht hat. Ja, so nämlich. Knopf drücken. Lasst jetzt gerne ein Daumen nach oben da. Nee, warte, Abo. Das war Abo. Abo, Abo. Das war Abo. Abo, Abo. Das war Abo. Vielen Dank an Drachi für den Mitgliedsstatus. Dankeschön. Und an alle anderen, die jetzt hier gerade rein splinden. Was für ein Wort ist das? Ich finde, Snape ist in meinen Augen der zweitschlimmste Charakter in der Wizarding World. Und ja, ich hatte mega Lust auf eine Diskussion. Das habe ich gemerkt. Ich habe voll in deiner Stimme gemerkt, dass du sad warst, dass ich dir zugestimmt habe irgendwann in manchen Punkten. Aber das war ja auch irgendwie cool. Mir hat es voll Spaß gemacht. Always. Jetzt wird wieder geklatscht und always gesagt, bis sich die Balken biegen. Hallo? Ja, jetzt ist Snape wieder weg. Der macht eigentlich nur so Schichtdienst, Leute. Der ist mal da und dann ist er mal wieder weg. Ne, so ist das. Jetzt macht er erstmal wieder eine Kaffeepause und dann kommt er gleich wieder und dann sagt er wieder seinen Satz. Und Dumbledore natürlich. Die beiden sind ja im Einklang da. So. Und mein Magen knurrt. Ich muss mir gleich auf jeden Fall erstmal was Leckeres zu essen machen. Bei mir gibt es nämlich gleich etwas richtig Räudiges. Aber Leckeres. So, Snape ist der Beste. Also ich mag Snape als Charakter schon gerne, aber nicht, weil ich ihn mit einem moralischen Blickwinkel betrachte. Gyros Pommes Ahoy. Nein, kein Käsefondue. Das gibt's morgen. No joke, das gibt's wirklich morgen. Nein, heute gibt's Tata. Ich hab mir ein Baguette geholt und mach Tata. Das wird so geil. Muss ich heute machen, weil das Fleisch nur noch, also man kann das nur heute so essen. Falls Veganer oder Vegetarier hier sind, will ich die Beschreibung, was Tatar ist, mal nicht genauer erläutern. Aber es muss frisch sein, das muss ich euch sagen. Aber ja, morgen gibt's Käsefondue, ich freue mich. Aber in kleiner Portion, weil ich diesmal alleine das esse. Deswegen keine 800 Gramm Käse diesmal. Ich habe insgesamt 400 Gramm jetzt. Also 200 von jedem. Mal sehen. Zeitumkehrer Ahoi. Aber ich freue mich. Weil diesmal kriege ich dann nämlich den Topf mit dem warmen Untersetzer. Den kriegt nämlich normalerweise immer nur meine Freundin. Because sie verträgt ja kein Gluten. Und das heißt, ich darf nie mein Brot in ihren Topf reinstecken. Und warte, jetzt bin ich abgedriftet. Genau, und da muss ich immer das in einen separaten Topf tun, wo es mega schnell abkühlt und der Käse mega schnell fest wird, während die da 3 Stunden sich Zeit nehmen kann, weil ihr blöder Käse immer flüssig bleibt. Und meiner wird halt nach 2 Sekunden ist das so eine Platte. Und dann muss ich wieder zum Herd rennen, lalalala, muss das draufstellen, rühren und die sitzt da. Also jedes Mal, ey. Ich bin richtig, eigentlich müsste ich ihr den Topf geben, aber ich bin ja ein Gentleman. Richtig ein Gentleman, Leute. Aber heute gehört mir der Topf. Also morgen. Morgen gehört mir der Topf. Und dann werde ich so räudig viel da reintunken. Alles reintunken, was ich besitze. Alles, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist, wird da reingetunkt, Leute. So, Nochmal kurzer Hinweis, Leute. Ganz oben in der Live-Chat-Liste, da ist mein Kommentar angepinnt. Der Link da führt direkt zum LBH 1800 Livestream. Könnt ihr gerne draufklicken, könnt ihr aber auch gerne lassen. Ganz wie ihr das mögt. Und, ja. Genau. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch eine Erinnerung einrichtet. Wie ihr wollt, ne? Macht das mal, wie ihr lustig seid, so, ne? Ist ja ein freies Land. So. Ich freue mich so sehr. Ja, Raptor, ich mich auch. Sehr sogar. Und vor allem für jemanden wie dich wird das wahrscheinlich auch super spannend werden, weil so einer wie du ja auch schon sehr lange dabei ist und dadurch natürlich auch dieser ganze Stream noch viel mehr Hintergrund hat, als für jemanden, der keine Ahnung hat. Wobei, auch für jemanden, der keine Ahnung vom Projekt hat, wird es ja sehr spannend, weil die Person dann zum ersten Mal so richtig ein richtig krasses Gesamtbild von dem ganzen Projekt hier bekommt.
So wie es schon lange, lange nicht mehr der Fall war. Und ich glaube, es gibt viele Leute, die hier zuschauen oder die meinen Kanal vielleicht mal so flüchtig hin und wieder gucken, die keinen wirklichen Überblick über LBH im Ganzen haben. Wie weit wir sind, was wir alles schon gebaut haben, was nicht. Und wie es alles aussieht. Das ist so dringend nötig, Leute. Ja, das wird so toll dann. Ja, Lenja, ich freue mich auch riesig. Das wird so cool. Diesen Samstag, Leute, 18 Uhr. Ich freue mich auf euch alle sehr. Ich meine, es gibt so viel zu zeigen. Erinnert euch einfach mal an LBH 1000. Das ist schon Jahre her. Jahre. Und der Anfang des Projektes ist 10 Jahre her. 10 Jahre. Verschiedene Staffelfinalfolgen, die ihr vielleicht noch in Erinnerung habt, sind auch schon Jahre her. In der Zeit hat sich so viel getan. So mega viel hat sich getan. Ist absolut verständlich, wenn es hier einfach viele Leute gibt, die einfach nicht mehr den Überblick haben. Und ganz ehrlich, Leute, zum Teil hatte ich den ja auch manchmal nicht. Ne, da kommt man schnell mal durcheinander oder verläuft sich auch mal oder so. Und dieser Aspekt ist einfach so krass, wenn man sich das mal so vorstellt. Ich weiß noch ganz am Anfang vom Projekt, jetzt fange ich schon mit Anekdoten an, aber ich werde mich kurz halten, Leute. Der Rest wird dann Samstag erzählt. Ich weiß noch ganz am Anfang, wo ich gesagt habe, yo, ich freue mich schon auf den Zeitpunkt, wenn ich mich in Hogwarts zerlaufe. Einfach, weil mir das dieses Gefühl gibt, ja, hier in Hogwarts zu sein und dass es so riesig ist und so. Und ja, mittlerweile kann man das. Mittlerweile, also wenn man keine Ahnung von Let's Build Hogwarts hat, kann man sich in Let's Build Hogwarts verlaufen. Das ist riesig. Das ist gigantisch. Und es ist noch lange nicht komplett ausgebaut. Noch lange nicht. Wir haben noch so viele Möglichkeiten für Räume, Gänge, unendliche Weiten an Innenausbau. Das ist brutal, Leute. Das ist wirklich brutal. Mein erstes Special war 1300. Ja, das ist ja auch schon Jahre her. Das ist ja auch schon jetzt, keine Ahnung wie lange, aber auch schon einige Jahre her. Muss ja so drei, vier Jahre geschätzt. Also ich meine, alleine LBH 1700 ist schon über ein Jahr her. Muss man ja auch nochmal dazu sagen. Alleine durch die Verschiebung jetzt, diese lange Staffel jetzt, ist das letzte Staffelfinale nicht wie sonst ein halbes Jahr her, sondern über ein ganzes Jahr. Das ist schon heftig, die Vorstellung. So, oh krass, einige haben hier noch 100er-Zahlen als Einstieg. Wow. Also alle, die keine vierstellige Zahl als Folgeneinstieg hatten, beweisen auf jeden Fall schon eine sehr lange Anteilnahme an diesem Projekt. Also es bedeutet alles, ja, alles ab 900 und darunter. Ja, also alle, die eine Dreierzahl haben, sind schon echt extrem. Die sind schon extrem lange dabei. Aber auch da gibt es natürlich keine Wertigkeit, Leute. Ne? Macht euch da jetzt keinen Kopf. Ob ihr jetzt 100 Folgen dabei seid, 200 Folgen oder erst eine Folge, ist doch scheißegal. Im Endeffekt zählt nur, dass ihr Leidenschaft für das Format habt, dass es euch gefällt, dass ihr ja Spaß daran findet. Und ob ihr dann so oder so lange dabei seid, ist ja egal. Klar, es hat Einfluss darauf, wie lange ihr dabei seid, weil dadurch ändert sich auch eure Wahrnehmung zum Projekt, weil ihr einfach ein ganz anderes Gesamtbild von dem Ganzen habt. Aber da helfen wir ja jetzt mal am Samstag nach. Da helfen wir am Samstag nach und ich glaube, nach diesem Stream, wenn ihr den wirklich komplett gucken solltet, werdet ihr Let's Build Hogwarts mit ganz, ganz anderen Augen sehen und ein ganz, ganz anderes Gefühl für dieses Mammutprojekt haben, was wirklich seinesgleichen sucht. So, Leute. Wir haben jetzt nicht mehr so mega viel Zeit. Aber man sieht schon, es hat sich viel, viel getan. Es sieht nicht mehr picklig aus. Es sieht wirklich nicht mehr. Es ist wirklich gut. Oder was meint ihr? Also ich finde, man kann es doch erkennen. Ich finde es auch mit, also auch ohne ein Vorherbild, finde ich, kann man gut erkennen, welchen Fortschritt wir gemacht haben.
Ich meine, durch das ganze zusätzliche Setzen an Blöcken ist jetzt natürlich der Boden teilweise etwas angestiegen. Aber das ist ja auch kein Problem, ne? Also die Wasseroberfläche ist immer noch da, wo die blaue Linie ist und alles hier. Da ist ja trotzdem sehr viel Wasser dort drunter. Fände nur noch mehr Inseln gut. Karomel, es gibt halt, glaube ich, nicht mehr so viele kanonische Inseln hier. Das ist der Haken, glaube ich, nur an der Sache. Ach, den Boden im Unterwasserhafen. Stimmt, ja, das könnte ich theoretisch mal machen. Da war ja noch was. Stimmt. Guck mal eben gerade. Boah, ja gut, das würde ja jetzt natürlich noch mal ein bisschen dauern, bis wir das jetzt haben. Wobei, wenn wir das jetzt im Schnelldurchlauf mit dem ganzen Bauteam machen, ich glaube, ich hole die mal eben alle her. Ich meine, wir haben heute echt einen guten Fortschritt beim Boden gemacht. Dann können wir ja jetzt noch 10 Minuten alle hier den Boden... Dann geht's ja super schnell. Bauteam, ich hole euch mal eben her. Wir haben alle eine gemeinsame Aufgabe, dann dauert's nicht so lange. Und zwar den Boden hier möglichst natürlich etwas nach unten bauen. So maximal 5 Steine. Aber es soll halt alles ganz natürlich aussehen. Ganz natürlich. Ihr könnt loslegen. Falls hier irgendwie das... Also müssen halt die Pfosten auch weiter nach unten versetzt werden. Sollte hier der Boden nach unten weggebaut werden. Also wie ihr das meint. Genau, wir kriegen das hin. Keine Ahnung. Ihr wisst ja, was ich meine, oder? Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin, Leute. Ganz easy. Das heißt auch nicht gleichmäßig abbauen. Wir können ja auch gerne wieder erstmal so ein Treppenmuster reinbauen und das dann wieder so ein bisschen anpassen. Aber wir haben ja jetzt Übung mit dem Ganzen. Warte, warum mache ich eigentlich mit? Hihi, ich bin Sklaventreiber. So, los, Bauteam. Guck mal, so kann man sich das doch hier viel besser angucken. Dann seht ihr auch viel mehr den Fortschritt. Und ich kann mehr auf den Live-Chat gucken. So, ist das asozial. Ich hab euch lieb, Bauteam. Ihr macht tolle Arbeit. Liebe Grüße. Ihr seid toll. Ihr seid alle toll. Schön. So, bitte auch beim restlichen See wieder etwas runterbauen. Das geht nicht, Wangxi. Was meinst du mit runterbauen beim restlichen See? Das sind nur ein paar Steine, aber wir können nicht viel weiter runterbauen, ohne dass wir die Struktur des Wasserbodens wegnehmen würden. Das geht leider nicht. Ja, heute machen wir Abo-Wand. Heute machen wir Abo-Wand, auf jeden Fall. Ihr könnt übrigens auch vorne... Ach so, ihr kommt da wahrscheinlich nicht durch, ne? Warte mal, ich mach mal eben hier die Tür zu. Oh. Leute. Könnt ihr da mal kurz rein? Hi übrigens, Dr. Gamer X und Potterhead 57. Darf ich euch kurz bitten, durch diese Tür zu laufen? Weil ich würde die Absperrung da einmal wegnehmen. Dankeschön, ihr seid sehr... Oh, Moment. Ah, doch, du bist drin. Okay, vielen Dank, auch wenn dein Skin scheiße ist. So, ja, Leute. Ich werde mal kurz die Dingsbums da entfernen. Dann können die Leute da nämlich noch ein bisschen runterbauen. Und das... Oh, ah, nee. Ist noch ein... Oder warte, ich mache hier einfach nur ein Loch rein. Ach, da ist schon ein Loch drin. Oh, never mind. Okay, ich lasse es. Alles gut, passt so, wie es ist. So, Game Mode 0. Sehr, sehr, sehr gut. Okay, Leute, jetzt müssen wir... Also, von der Tiefe ist es in Ordnung. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch gucken, dass es möglichst natürlich aussieht. Und wenn ihr könnt, auch die Cobblestones an der Seite hier wegmachen. Die sehen blöd aus, weil die unnatürlich aussehen. Zäune habe ich leider nicht dabei. Die Kiste ist auch nicht mehr da, sonst hätte ich euch schnell welche gecraftet. Hallo, Hallöchen. Upp. Daniel, dürfen wir wieder rein? Naja, das ist nicht abgesichert da. Ich weiß nicht, ob ihr dürft. Wenn ihr lieb seid, aber nach dem Stream... Ja, komm, ihr seid lieb, oder? Ihr seid lieb. Nicht hier rausrennen, ne? Dann gibt's aber Kloppe. Vor allem für dich, weil dein Skin aussieht wie Ron. Ja, okay, alles klar. Okay. Ja, ich bin jetzt hier eine Wache. Ich mache jetzt mal einen auf Auror.
Oh ja, das macht aber viel aus, dass wir das jetzt runterbauen, finde ich. Sehr, sehr cool. Gut, Leute. Oh, was? Ach so, ja, das wieder. Oh, Leute. Snape hat auch echt keine Ausdauer, ne? Der liest immer 2, 3 vor und dann muss er erstmal 20 Minuten Pause machen, bis der weiter vorliest. Wie kann man denn so eine Schlafmütze sein? Also ist ja jetzt echt nicht so anspruchsvoll. So, ich würde sagen, ich kann ja schon mal mich um das Abo-Wandschild kümmern. Genau, und dann kommen wir hier gleich wieder zurück und gucken mal an, wie das alles sich hier so entwickelt hat. Oh nee, ich habe gar kein Holz, ne? Warte, da muss ich jetzt mal gerade ganz kurz gucken, was ich hier abreiße. Ja. Ja, Leute, das baue ich später wieder zu. Aber wir waren hier auch schon lange nicht mehr drin, ne? Stimmt. Ja, das ist auch so iconic, Leute. Es ist so iconic. Oh mein Gott. Martin Zerra hat 5 Mitgliedschaften verschenkt. Dankeschön, Martin. Sehr lieb von dir. Martin schmeißt eine Runde. Und die Glücklichen sind Pixnate, Diddy, Tigerchen, Saphiro und Sarah PSG. Herzlichen Glückwunsch euch. Dankeschön an Martin. Ja, ja, Leute, so hat das Format hier begonnen. Die Map ist übrigens nicht aktuell. Die ist nicht aktuell, die ist nicht aktuell. Das erkennt man an dem Miningberg hier zum Beispiel. Der ist noch da. Aber wir müssen die Map hier generell mal aktualisieren. Das wäre so interessant zu sehen. Okay. Tö! Seit wann, warum liegt eigentlich Ron noch da drin? War das nicht mal eine Wette für einen kürzeren Zeitraum? Ist dieser Zeitraum nicht eigentlich auch schon längst abgelaufen? Gute Frage. So. Da haben wir jetzt unser Schild. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, haut mal Namensvorschläge in die Kommentare, in den Live-Chat. Wer hätte es eurer Meinung nach verdient, auf der Abonnentenwand zu stehen? Okay, ich bin mit euch im einen, das sagt man so, glaube ich, nicht, egal, ich werde euch, ich bin einfach eurer Meinung, das wollte ich sagen. Meine Güte. Oh, Marie, möchtest du Gesellschaft haben? Ja, Marie möchte Gesellschaft haben, warte, so, zack. Und zwar kommt heute auf die Abonnentenwand der liebe Albus-P-B-W- Unterstrich. Das passt nie da rein. Nein, ein Buchstabe. Nein. Oh, ist das doof. Wie mache ich denn das jetzt? Dump. So. Besser geht's leider nicht. Aber hey, da ist dein Name, Albus PWB Dumbledore. Ach, PWB. Oh nein. Korrektur, Korrektur, Korrektur. Ich hab's noch nicht gesichert. Okay, nice try, Daniel. Neuer Versuch. Albus unterstrich P unterstrich W. Warte, was? Wie? Ach so, ja, logisch, das ist ja... Oh, das ist... Oh, ich... Ich brauche irgendwas, um mich übel damit zu schlagen. Wieso habe ich noch nie gerafft, dass PWB Percival Wolf
für die Namen von Dumbledore stehen. Ich dachte immer, das hat irgendeine tiefe Bedeutung oder so. Irgendwas, was nur er versteht. Ich habe das nie hinterfragt. After all this time. Owen. Das ist schon hart, also. Owen. Leute, 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 also, was soll ich euch dazu sagen? Ja, really, ja, Lauretta! Das ist einfach wahr! Okay, so, ignorieren wir das. Wir tun einfach so, als wäre das nie passiert. So, Rechtsklick, zack, und Block gesichert. Albus PWB Dumbledore, das ist dein Abonnentenschild auf der Abonnentenwand. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und, ja, du bist ab sofort Teil dieser riesigen Ansammlung an DR-Mitgliedern, die schon sehr lange dabei sind, beziehungsweise waren und sich hier verewigt haben. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, Leute, dann würde ich sagen, als letzte Amtshandlung für heute werde ich mal nachschauen, was sich jetzt da unten entwickelt hat. Und ja, gehen wir doch mal gucken, was da passiert ist. Oh, cool, guck mal, sie haben das sogar hier mit dem Berg soweit angepasst. Richtig nice. Und so sieht es jetzt hier aktuell... Oh, ich komme nicht durch. Ah, so sieht es jetzt hier aus. Mega, mega cool. Leute, das ist euch sehr gut gelungen. Wirklich. Sehr, sehr nice. Herzlichen Dank für eure Hilfe. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende. Also wirklich, Bauteam, das habt ihr richtig, richtig gut gemacht. Richtig gut. Besser hätte ich es mir gar nicht vorstellen können. Daumen nach oben, wirklich. Riesen Daumen nach oben. Gut, Leute, wir kommen zum Ende. Ich hoffe, der heutige Stream hat euch Spaß gemacht. Wir werden jetzt natürlich nochmal dazu übergehen, nämlich die Spenden vorzulesen, die ich noch nicht vorgelesen habe. Und dann ist der nächste Termin für uns alle der Samstag um 18 Uhr. Und das wird wahnsinnig geil, Leute. So, aber jetzt erstmal spenden! Hui! So, da sind wir. Und dann gucke ich doch mal glatt, welche Spende hier am Stissel die Dissel ist. So, nicht vorgelesen habe ich, jetzt muss ich mal gerade gucken. Kniesel Griffin hat 5,99 gespendet. Kann man Abo-Wand nicht einmal im Monat im ersten Stream des Monats machen? Dann hätte man so einen zeitlichen Rahmen. Ja, wäre eigentlich gar nicht so verkehrt. Stimmt. Ich hätte mir das einmal hinter die Ohren schreiben. Also ich versuche mich erstmal so dran zu halten. Wenn nicht, dann müssen wir halt, muss ich mir da irgendwie eine andere Erinnerung einrichten. Aber die Idee an sich ist cool, so einmal im Monat. Ja, finde ich nice. Danke, Kniesel, für die Spende und für den Tipp. Und ein fingergeformtes Herz geht raus an dich. Löwencrusher hat 1 Euro gespendet. Hallo Daniel, eine kleine Spende. Bin leider am Samstag nicht da. Hoffe, ihr habt Spaß. Ja, Löwencrusher, vielen, vielen Dank auch nochmal für die Spende. Und dir dann viel Spaß bei was auch immer du Samstag dann tust. Und ja, fröhliches Nachschauen, wenn du magst. Dankeschön. So, Tools der Hufflepuff DA hat 2 Euro gespendet. Daniel, es ist noch nicht 22 Uhr. Ja, ich habe mich ja am Riemen gehalten, Leute. Oder ein bisschen? Danke, Tools der Hufflepuff. Und ein fingergeformtes Herz geht raus an dich. Dankeschön. Patrick P. hat 4 Euro gespendet, aber nichts geschrieben. Trotzdem auch dir, Patrick. Vielen, vielen Dank. Und ein fingergeformtes Herz. Monique Kerner hat 2 Euro gespendet. So sieht das aus. So sieht das aus. Wie sieht was aus? Also, ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, Monique, aber vielen, vielen Dank für deine Spende und ein fingergeformtes Herz an dich. Martin Sarah hat 2 Euro gespendet. Kenne übrigens einen Daniel Lorenz. Okay. Okay. Cool. Ich weiß nicht, was du mir sagen willst. Martin, vielen Dank trotzdem auch für die Spende und ein fingergeformtes Herz. Dankeschön. Dennis hat 2 Euro gespendet. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Wünsche euch allen noch einen schönen Stream. Dankeschön, Dennis. Hörst du jetzt wahrscheinlich nicht mehr live hören, aber auch dir einen schönen Abend. Dankeschön. Laura hat 1 Euro gespendet. Tianovanion schickt mir auch ab und zu mal Geld. Alles andere sage ich nicht ohne meinen Anwalt. Nee, hab länger nicht drauf geschaut und mich einfach gefreut. Ach so, ja, das ist doch schön. Also generell aufs Bankkonto zu gucken und erfreut zu sein, ist etwas sehr, sehr, sehr Schönes. Das, ja, kann ich absolut nachvollziehen.
Also manchmal ist es auch blöd drauf zu gucken und manchmal ist es wieder gut. Je nachdem, ob Anfang oder Ende des Monats. So, danke Laura. So, das habe ich schon, das habe ich auch schon. Tools der Hufflepuff DA hat 5 Euro gespendet. Gehst du dieses Jahr wieder zur Proud Nerd Wizards and Beasts? Geplant ist es noch nicht. Ich würde vielleicht mal eine Anfrage stellen, ob die mich wieder einladen wollen. Aber noch ist es nicht geplant. Aber ich werde eine Anfrage mal schicken und gucken, was die mir antworten. Und dann würde ich auf jeden Fall nochmal drauf zurückkommen. Dankeschön, Tools der Hufflepuff. Und ein fingergeformtes Herz. Und die letzte Spende von heute kommt von LaLuna über 5,99. Wenn ich mehr Zeit habe, komme ich auch auf den Server, studiere Architektur und wäre vielleicht eine Hilfe. Oh, wow. Ja, das wäre auf jeden Fall mega spannend. Also, wenn du das in Minecraft dann auch umsetzen kannst, was du da lernst und drauf hast. Ja, mega gerne. Ich würde mich freuen. Vielen Dank, LaLuna, auch nochmal für diese Spende. Und ein fingergeformtes Herz raus an dich. Und ja, dann hoffe ich mal, dass wir dich dann bald auf dem Server willkommen heißen dürfen. Dankeschön. Gut, Leute. Damit würde ich sagen, klickt jetzt gerne alle final nochmal auf den Link zum Livestream am Samstag. Lasst eine Erinnerung da. Wir sehen uns dann alle ausgeschlafen, gut genährt und gut hydriert um 18 Uhr am Samstag hier wieder an Ort und Stelle. Ich werde mir Knabberzeug holen, Getränke natürlich auch und dann werden wir uns ganz Hogwarts anschauen, wie es nach 10 Jahren Bauzeit aussieht. Es wird einfach nur legendär. Es wird rustikal, wollte ich gerade sagen. Es wird retro. Es wird einfach sehr, sehr atmosphärisch. Und sehr deep. In jeder Form. Und von daher, Leute, würde ich sagen, wir sehen uns am Samstag wieder. Haltet die Ohren steif. Und ja, bis morgen spätestens, aber auch zu neuen Videos auf meinem Kanal. Macht es gut, Leute. Habt einen schönen Abend und ciao zusammen.